Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es um den vermissten Fall von Kristen Deborah O'Deferry. Sie wurde am 1. Juni 1979 geboren und verschwand am 23. Juni 1997. Das Verschwinden gilt als mysteriös. Sie verschwand, nachdem sie ihren Arbeitsplatz in der Crocker Galleria Mall in San Francisco, Kalifornien verlassen hatte. Die angehende Studentin der North Carolina State University verbrachte den Sommer in der Bay Area. Kristen war erst vor kurzem von ihrer Heimatstadt North Carolina nach Oakland umgezogen und sollte am Tag nach ihrem Verschwinden mit den Sommerkursen für Fotografie an der UC Berkeley beginnen. Kristen wurde am 1. Juni 1979 in Danbury, Connecticut als Tochter von Debbie, einer Lehrerin, und Bob, einem Elektroingenieur, geboren. Sie wuchs in Charlotte, North Carolina auf. 1997, nachdem sie gerade ihr erstes Studienjahr an der North Carolina State University mit einem Parkstipendium abgeschlossen hatte, reiste sie für den Sommer allein in die San Francisco Bay Area, um an der University of California, Berkeley, Fotografie zu studieren. Über Craigslist fand sie ein Zimmer in einem Haus in der Jane Avenue in Oakland, wo sie 4 männliche Mitbewohner hatte. Sie fand eine Teilzeitbeschäftigung im San Francisco Museum of Modern Art und einen Vollzeitjob in Spinelli's Coffee Shop in der Crocker Galleria Mall im Financial District von San Francisco. Am Nachmittag des 23. Juni 1987, 3 Wochen nach ihrem 18. Geburtstag, beendete Kristen ihre Schicht bei Spinelli's gegen 15 Uhr. Sie hatte ihren Kollegen gegenüber angedeutet, dass sie an diesem Nachmittag nach Baker Beach fahren wollte, um möglicherweise eine Party zu besuchen. Etwa 45 Minuten nach Ende ihrer Schicht sahen Mitarbeiter von Spinelli's Kristen mit einer nicht identifizierten blonden Frau im 2. Stock der Galleria. Diese Frau wurde nie identifiziert und hat sich noch nicht gemeldet. Zuletzt wurde Kristen beim Abheben von Bargeld von Wells Fargo gefilmt. Kristen erschien am 24. Juni nicht zum ersten Tag ihres Fotografiekurses an der UC Berkeley. Ein Kurs, für den sie bereits $925 an Studiengebühren bezahlt hatte. Außerdem ließ sie einen $400 Gehaltscheck bei Spinelli's unbeansprucht. Ihre Mitbewohner bemerkten, dass Kristen in der Nacht des 23. Juni nicht nach Hause zurückkehrte, meldeten sie aber nicht als vermisst. Einige Tage später, nachdem Kristens Vater eine Sprachnachricht auf dem Festnetzanschluss des Hauses hinterlassen hatte, rief eine ihrer Mitbewohner zurück und teilte ihm mit, dass niemand im Haus sie seit 3 Tagen gesehen hatte. Kristens Eltern flogen daraufhin am Freitag, dem 27. Juni, nach San Francisco und meldeten ihre Tochter bei der Polizei von Oakland als vermisst. Doch die Strafverfolgungsbehörden, die Kristen zunächst für eine Ausreißerin hielten, begannen erst am Montag, dem 30. Juni, mit der Untersuchung des Verschwindens. Für Hinweise, die zu ihrer Rückkehr führen, wurde eine Belohnung von $50.000 ausgesetzt. Und die Familie beauftragte einen Privatdetektiv. Bluthunde der Polizei verfolgten Kristens Spur von einer Bushaltestelle vor der Galleria bis zum Munibus 38 Geary. Ihre Spur wurde von den Bluthunden auch in der Nähe des Endes der Buslinie am Sutro Heights Park aufgenommen. Doch verlor sich ihre Fährte in der Nähe. Die Eltern fanden in einem Mülleimer in Kristens Zimmer eine Zeitung des Bay Guardian mit einer eingekreisten Kontaktanzeige. Diese lautete wie folgt: Freunde. Frau sucht Freunde für gemeinsame Aktivitäten, die Spaß an Musik, Fotografie, Sport, Spaziergängen, Kaffee oder einfach am Strand haben und die Bay Area erkunden wollen. Bei Interesse rufen Sie mich an. Die Strafverfolgungsbehörden konnten die Person, die die Anzeige aufgegeben hatte, nicht ausfindig machen,
da die Zeitung ihren Auftragsbestand für diese Woche bereinigt hatte. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass Kristen auf die Anzeige reagiert hat. Am 10. Juli 1997 rief ein Mann bei KGO TV an und behauptete, Kristen sei von zwei Frauen ermordet worden und ihre Leiche unter einer Holzbrücke in der Nähe von Point Reyes entsorgt worden. Der Anrufer wurde als der 36-jährige John Onuma identifiziert, der in der Nähe der Galleria wohnte. Onuma sagte der Polizei, er habe die Frauen fälschlicherweise beschuldigt, da er glaubte, sie hätten sich verschworen, um seine Freundin Jill Lampo von ihrem Job im örtlichen YMCA, wo sie ebenfalls arbeiteten, zu entlassen. Onuma leugnete, Kristen jemals getroffen zu haben. Bei der Durchsuchung von Onumas Wohnung wurden beträchtliche Mengen Blut gefunden, die sich jedoch später durch DNA-Tests als das einer Katze herausstellten. Es wurde festgestellt, dass Onuma zuvor Kontaktanzeigen für Frauen in der Bay Area aufgegeben und sie zum Sex gezwungen hatte. 1999 zog er in seine Heimat Hawaii. Wie ging es dann weiter? 2015 wurde eine unabhängige Durchsuchung des Hauses, in dem Kristen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens lebte, abgeschlossen. Während der Durchsuchung machte ein Leichenspürhund mit einem Weltklasseruf auf das Vorhandensein menschlicher Überreste im Keller aufmerksam. Paul Dusty, ein ehemaliger Polizist aus Mammoth Lakes und Besitzer des Hundes, schlug vor, dass die Polizei von Oakland eine Betonplatte im Keller ausheben sollte. Ebenso schlug er vor, dass Kristens damalige Mitbewohner erneut von den Strafverfolgungsbehörden befragt werden sollten. Dr. Arpad Fass, ein forensischer Anthropologe von der University of Tennessee, besuchte das Haus im Februar 2017 und untersuchte den Bereich mit einem von ihm entwickelten Gerät, das Chemikalien der menschlichen Zersetzung aufspürt. Das Gerät lokalisierte zwischen 274 Jane Avenue und dem Haus nebenan 278 Jane Avenue. Dusty erklärte, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung wahrscheinlich eher auf einen Tatort als auf ein Begräbnis hindeuteten. Abgesehen von der Betonplatte besteht der Kellerboden des Hauses aus hartem Lehm, der mit einer normalen Schaufel nur schwer zu graben wäre. Außerdem wurde in der Nähe einer Betonplatte am Fuß der Verandatreppe des Hauses Jane Avenue 278 eine chemische Signatur entdeckt, die auf menschliches Blut hindeutet. Laut Dusty & Fass ergaben DNA-Tests, dass das sich zersetzende Material mit dem von Bob und Debbie, also den Eltern, übereinstimmte, die Proben für die Tests zur Verfügung gestellt hatten. Als Reaktion auf die Ergebnisse von Dusty und Fass erklärte die Öffentlichkeitsbeauftragte der Polizei von Oakland, dass ihre Ergebnisse von der Stadtpolizei bestätigt werden müssten und behauptete, dass die Informationen noch nicht an die Polizeibehörde geliefert worden seien. Zum jetzigen Zeitpunkt seien die Informationen, die wir von Dr. Fass benötigen, um Proben für seine Tests zur menschlichen Zersetzung zu sammeln, noch nicht an das Department weitergeleitet worden. Außerdem wurde dem Department keine Informationen über die neueren Bluttests, die auf der Veranda durchgeführt wurden, zur Verfügung gestellt. Dusty und Fass bestritten dies und erklärten, dass das Oakland Police Department über genügend Daten verfüge, um eigene Tests durchzuführen. Fass erklärte, alles, was die Polizei von Oakland tun muss, ist, ihre eigenen Hunde an diesen Ort zu bringen und zu sehen, was passiert, schrieb Fass Anfang dieses Monats in einer E-Mail. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Paul dem OPD auch erklärt hat, wie man in gesammelten Bodenproben nach humanspezifischen VOCs, flüchtige organische Verbindungen sind das, sucht. Alles, was man braucht, ist ein GCMS, das Chromatograph gekoppelt mit einem Massenspektrometer, über das jede Universität und jedes Kriminallabor auf der Welt verfügt. Das Verfahren ist sehr einfach. Später hat sich dann herausgestellt, als Kristen verschwand, war das Haus nebenan eine Zwischenstation für verurteilte Drogenstraftäter und andere Schwerverbrecher. Eine Tatsache,
die der Polizei von Oakland entgangen ist. So, also erst einmal hat die Polizei diese Spur, die dort gefunden wurde, nicht weiterverfolgt, obwohl eventuell die Möglichkeit besteht, dass Kristen tatsächlich nach Hause oder in den Bereich des Hauses, in dem sie wohnte, gekommen ist und eventuell dort getötet wurde. Über diese vier Mitbewohner, die sie hatte, konnte jetzt nichts großartig in Erfahrung gebracht werden. Also ich konnte auf jeden Fall nichts dazu finden. Aber da wäre zum Beispiel eine Option, ob die eventuell was damit zu tun haben. Dann dementsprechend die Leute aus dem Nebenhaus, die ich gerade erwähnt habe, die können ja auch durchaus etwas mit dem Fall zu tun haben. Und dann haben wir immer noch Mr. John Onuma. Dieser hatte ja behauptet, dass zwei Frauen, die in einer Beziehung lebten, Kristen getötet haben könnten. Denn er ging damals sehr detailliert darauf ein, wer sie waren, Namen und Orte hat er genannt. Er hatte dann damit versucht, den Fall von Kristen zwei Frauen anzuhängen, die mit seiner damaligen Freundin Jill Lampo zusammengearbeitet haben. Und die Polizei hat zwar diese beiden Frauen verhört, hat sie dann aber dementsprechend entlassen aus den Ermittlungen. Also diese Informationen stammen aus einer Seite oder von einer Seite ABC 7 News. Und diese ehemalige Freundin stimmte auch dann einem Interview vor laufender Kamera zu, wenn ihr Gesicht nicht zu sehen wäre. Sie sagte, sie sei an diesem 23. Juni in der Bibliothek gewesen und hat dann auch in dem Interview wiederholt einen Bibliotheksausweis gezeigt. Und dann wurde sie gefragt, wie sie denn den Anruf bewertet, den der Ex-Freund damals in der Redaktion getätigt hat. Und sie sagte, für mich würde das Schuld bedeuten. Wenn sie anrufen und auf sich aufmerksam machen wollen, bedeutet das, dass sie aus irgendeinem Grund Aufmerksamkeit wollen. Und dieser Onuma war auch direkt im Visier der Ermittler und erregte auch in einer America's Most Wanted Folge Aufmerksamkeit. Also wer es nicht weiß, das America's Most Wanted ist so etwas wie Aktenzeichen Y bei uns. Und zwar haben in dieser Show mehrere Frauen Onuma beschuldigt, dass er sie angegriffen habe. Er ist aber nie angeklagt worden. Und eine der Frauen, die ihn beschuldigt haben, hat da gesagt, er schlug mir auf den Kopf und sagte, du weißt, dass ich dich töten muss. Ich kann dich nicht gehen lassen. Dann drehte er sich um und sagte, jetzt weißt du, was mit Kristen passiert ist. Und ABC 7 News hat dann Onuma telefonisch erreicht. Er lebte nicht mehr in Kalifornien. Wie vorhin schon gesagt, er ist nach Hawaii zurückgegangen und wollte dieses Gespräch nicht aufzeichnen lassen. Er hat zugegeben, dass er die Redaktion angerufen hat und sagte, dass er es heute bereue. Er habe die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und das hätte er nicht tun sollen. Und dadurch hat er einiges vermasselt, also die Ermittlungen. Und dadurch sei auch eben der Fokus der Untersuchung in eine andere Richtung gegangen. Die Akte ist immer noch existent bei der Polizei von Oakland, also noch offen. Und sie betrachten Onuma und dessen Freundin auf jeden Fall weiterhin als Verdachtsperson. So, und die letzten Informationen, die ich euch jetzt gerade genannt habe, standen eben von der Webseite ABC 7 News und von einem Artikel vom 23. Juni 2017. Und seit diesem Zeitpunkt scheint dann in diesem Fall nichts mehr passiert zu sein. Also in diesem Fall habe ich einfach das Gefühl, dass die Polizei ihren Aufgaben nicht vernünftig nachgekommen ist. Das kann natürlich auch sein, dass natürlich die Polizei in den USA stark unterbesetzt ist und dann auch im Prinzip nur Stereotyp ermittelt. Dazu wurde auch in dem Artikel Kristens Gesetz erwähnt. Das ist ein Gesetz, welches verabschiedet wurde. Ich habe mir da jetzt aber noch nicht so richtig reinlesen können. Ich muss mal schauen, ob ich das die Tage mal schaffe. Dann kann ich in einem der nächsten Fälle, wo es dann erwähnt wird, auch mal vernünftig Bezug dazu darauf nehmen. Es handelt sich wohl darum, dass wenn Personen, die so um die 18 Jahre rum sind, verschwinden und die Polizei wohl nicht genügend Ressourcen hat,
um vernünftig zu ermitteln, können dort Gelder zur Verfügung gestellt werden. Ich vermute mal dann, um Privatdetektive oder ähnliches einzuschalten, damit diese Ermittlungen unterstützt werden. Aber wie schon gesagt, da muss ich mir nochmal genau reinlesen. Das war's von mir auf jeden Fall einmal zu diesem Fall. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.